Hallo, wir sind hier auf den Nationalen Jagd- und Schützentagen auf dem Schloss Grünau und sind hier am Stand von Steyr-Mannlicher und haben hier das SSG M1. Das SSG M1 ist jetzt bekannt geworden dadurch, dass das österreichische Bundeswehr das eingeführt hat. Hier in derselben Version mit Keymod. Ich habe schon gefragt, warum kein M-Lock? Tatsächlich produzieren sie das Ding öfters in M-Lock, aber die Bundeswehr wollte es aus irgendwelchen Gründen natürlich in Keymod haben. Das ganze System ist hier modular aufgebaut. Also wir haben hier eine Schnellwechselfunktion über den Ring, können hier mit einem Tool das eben so aufdrehen. Die kleine Aussparung hier, können sich manche Leute denken, toll, kann ich jetzt kein Zielfernrohr montieren, ist aber tatsächlich so berechnet worden, dass ich hier trotzdem eine durchgehende Schiene habe. Also ich habe hier genau den Abstand zwischen den beiden Rails, also zwischen den Rail-Segmenten und kann hier auch ein Objekt drüber bauen, wenn es denn nötig sein müsste. Interessant ist auch der Aufbau vom Magazin. Wir haben hier das Magazin jetzt in den Short-Action-Kalibern, also 308, 6.5 Creedmoor und ähnliches. Und das ist zentral gelagert. Statt dass das Magazin eben bloß nach vorne oder nach hinten geruckt ist, ist es so geruckt, dass hier die Seiten, also der Flaschenhals vom Projektil mit aufliegt, in der Mitte mit gelagert wird. Und wenn wir dasselbe Magazin eben für die Long-Action-Kaliber wie 300 Win-Mag oder 338 kaufen würden, haben wir einfach diese beiden Spacer nicht drin und dieselbe Patrone, also die größere Patrone passt dann ins Magazin. Sorgt dafür, dass wir in einen Magazinschacht eben sowohl Short-Action als auch Long-Action-Kaliber reinbekommen. Beim Magazinschacht muss ich auch gleich sagen, da ist ein anderes schönes Feature drin. Ganz oft ist im Liegenanschlag das Problem, das Magazin zu wechseln. Das Magazin kann ich hier seitlich ansetzen, gerade drehen und den Magazinschacht eindrücken. Ist im Liegenanschlag einfach mal ein cooles Feature. Wir haben hier einen vollverstellbaren, höhenverstellbaren, längenverstellbaren, kippbaren Schaft, der auch eben anklappbar ist. Das Anklappen geht ein bisschen stiff, aber ganz ehrlich, macht man eh bloß zum Transport. Wir haben hier eine verbaute Staubschutzklappe, die schon sich öffnet, wenn ich eben hier den Kammerstängel anhebe und nach hinten repetiere. Interessant ist eben, dass wir ähnlich wie beim 98K-System hier eben sichern können und sichert arretieren. Und was jetzt ein sehr interessantes Feature noch ist, wenn ich den Kammerstängel hier reindrücke, habe ich hier eine Transportsicherheit. Also der Schlagbolzen vom System ist jetzt nicht nur gesichert, sondern er ist nochmal mit arretiert, sodass auch im Transport der geladenen und gespannten Waffe nichts passieren kann. Und wenn ich jetzt eben hier die Waffe endsicher, also wenn ich es von der Transportstellung rausnehme, springt der Kammerstängel wieder mit raus und die Waffe wäre sofort schussbereit. Ebenfalls interessant, das wurde mir auch erklärt, das war mir auch komplett neu bei dem System. Wir haben eben wenn wir durch Verschmutzung, gerade im militärischen Bereich, also Anlandemanöver vom See oder ähnlichen Geschichten, also die haben Dreck im Lauf und hätten ja einen Laufstopfer und schießen den zweiten Schuss nach, kann eben hier leicht passieren, gerade bei den größeren Kalibern, dass der Gasdruck nach hinten weicht und bei vielen Kammerstängerrepetierern, bei vielen Mauserverschlüssen ist das Problem, dass der Verschluss dann nach hinten rausgeschossen wird. Und bei der entsprechenden Barzahl ist es nicht besonders angenehm, wenn dir der Verschluss da entgegenkommt. Da hat sich hier Steyr was sehr Cleveres einfallen lassen, die haben eben an Auszieher ist hier ein kleiner Ring, der hier vorne mit drin sitzt. Und wenn ich die Waffe verriegelt, dreht er sich mit und verriegelt den ganzen Verschluss so in der Waffe, dass es auf jeden Fall keinen Weg nach hinten rausgeht. Also wenn die Waffe gesprengt würde durch eine Verschmutzung, durch eine Fehlfunktion oder ähnliches, passiert das Ganze im vorderen Laufbereich und wir haben dadurch eine absolute Sicherheit für den Schützen. Ebenfalls haben wir hier einen Standard AL-15-Griff eben verbaut, können hier natürlich auch jeden anderen Griff verbauen, den der AL-15-Markt hergibt und glaubt mir, das sind nicht gerade wenige. Wir haben einen sehr schönen, klarbrechenden Abzug. Einfach wunderschön. Insgesamt ein sehr schönes Paket. Komplett Cerakote beschichtet, mit einer ASU-Trabremse vorne drauf. Also man kann, ohne sich Zubehör kaufen zu müssen, gleich einen ASU-Trabdämpfer draufsetzen. Insgesamt ein sehr schönes Paket. Gerade für den Long-Range-Bereich echt traumhaft und auch preislich absolut im Rahmen. Also es kostet jetzt nicht irgendwas extra in dem Bereich. Wir sind hier im ganz normalen Preisbereich für Long-Range-Büchsen. Und gefällt mir sehr gut, haben sich die Österreicher was Schönes zugelegt.